Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin am ersten Advent. Und heute haben wir für euch natürlich Adventsgrüße von Bord. Danach gehen wir nach Lanzarote und dann suchen und finden wir die Bowlingbahn. Viel Spaß! Und jetzt wird es ein bisschen weihnachtlich. Die Kollegen an Bord haben sich's nicht nehmen lassen, uns allen an Land und euch, liebe Gäste, Grüße zu schicken. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit. Merry Christmas! Feli Aida Mar, wish you Merry Christmas. Maligayang Pasko! Bahagyang Natal. Selamat Hari Natal. Merry Christmas! Since November, we certainly are gonna decorate for Christmas, so many people are making fun of me for that. But in the end, it's always about love, about connecting with your family, about forgiving, and it's really nice. Warming season. Natalcha, Sanacha, Hardik, Subecha. Ich wünsche Erna und ihren Familien ganz besinnliche Weihnachtsfeiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr, lassen Sie sich reich beschenken und alles, alles Liebe für 2021. I wish that I will still see that AIDA went back to normal, to its normal operation. To see the guests, to see the crew smiling again. And of course, to end this pandemic, this is one of the best end of 2020. Da hat der Kollege total recht, wir gucken alle optimistisch ins Jahr 2021. Und jetzt nehme ich euch mit nach Lanzarote, die Vielfalt der Kanaren bei wunderschönem Wetter. Herzlich willkommen, liebe Gäste, hier auf Lanzarote. Die Insel steht für Sonne, warme Temperaturen und einen unheimlichen Fahrspaß. Wir fahren rein ins Inselinnere, quer durch die Vulkanlandschaft, haben Kultur dabei mit dem Cesar Manrique Haus unter anderem, aber auch tolle Aussichten auf unserer Fahrt über die nördlichste Insel der Kanaren. Fahrspaß ist garantiert, wir werden einen großen Schlenker drehen und hoffentlich viele, viele tolle Erfahrungen heute sammeln. Das war der Hafen von Arrecife. Problem war nur, sonderlich gut geschützt war der nicht. Das heißt, der wurde eigentlich dauernd eingenommen, kaputt gemacht. Ja, da sind Piraten eingefallen, haben alles zerstört. Da hat man irgendwann gesagt, okay, wir müssen hier mal was hinbauen, eine militärische Befestigungsanlage, um uns einigermaßen schützen zu können. Das Interessante ist an der Stadt, dass hier tatsächlich kaum Touristen sind. Also dafür, dass es die Inselhauptstadt ist, auch die größte Stadt auf der Insel, sind hier tatsächlich fast nur die Einheimischen. Das heißt auch heute, ich meine, es ist 9 Uhr in Spanien am Sonntag, klar, da ist sowieso noch nicht viel los, aber hier wird auch nicht mehr viel aufmachen heute. Auf Lanzarote kommt man wirklich nur wenige Kilometer weit, ehe man sich mit dem Thema Cesar Manrique beschäftigen muss. Cesar Manrique ist ein auf Lanzarote geboren und gestorbener Künstler, Architekt, so etwas wie der Pate der Insel. Wir besuchen hier sein ehemaliges Wohnhaus, wo er sehr künstlerisch in verschiedene Lavahöhlen reingebaut hat. Tolle Formation, super zum Anschauen. Da haben die Gäste in Ruhe Zeit, sich umzugucken, bevor es dann gleich weitergeht für uns in die Vulkanlandschaft rein. Wir hatten ja eben das Cesar Manrique Haus und jetzt geht es zum Lago Maro. Auch wieder ein Meisterwerk von Cesar Manrique, was aber einem Schauspieler sehr lange gehörte, der aber leider ein bisschen spielsüchtig wurde und dadurch dann das Haus wieder verlor. Ja, das werden wir uns gleich angucken zusammen und hier haben wir noch mal einen schönen Panorama einfach von hier oben. Und jetzt genießen wir weiterhin das schöne Wetter hier auf Lanzarote. Schönen Blick haben wir jetzt von hier bis hinunter zur AIDA Mar. Wir waren in Lanzarote vor 2 Jahren, waren wir auf einer ganz anderen Tour. Und haben gemeint, wir hätten Lanzarote ganz gesehen. Aber heute sehen wir ganz andere Eindrücke.
Wir hatten einen geilen Tag in Lanzarote. Jetzt geht's mit dem schönsten Abschnitt der Strecke zurück zum Schiff. Alles klar? Bei uns in Salzburg wird Weihnachten ganz traditionell christlich gefeiert. Man geht zuerst in die Kirche, dann zu Hause essen, traditionell österreichisch eine Würstelsuppe und dann werden die Geschenke ausgepackt, was das Christkind mitgebracht hat. Ganz anders ist es bei mir in der zweiten Heimat, das ist Japan. Dort ist es eher ein Valentinstag. Dort wird nur zu zweit gefeiert, sprich mit der Freundin und mit dem Freund. Und dort geht man zuerst mal romantisch in der Stadt spazieren, schaut sich die weihnachtliche Deko an. Anschließend geht man dann schick essen und dort werden dann auch die Geschenke ausgetauscht. Meist wird dann auch ein Hotelzimmer gebucht, da die Wohnungen, die Zimmer oft von den Studenten und jungen Leuten eher sehr klein sind. Was sehr interessant ist, ist dann am 25. Dort wird dann alles abgebaut schon, was Weihnachten angeht. Dort fängt dann der Aufbau für Neujahr an, was in Japan sehr traditionell und familiär aufgebaut wird. Und jetzt geht's von Lanzarote direkt wieder zurück an Bord. Wenn ein Kollege neu ist bei uns, dann machen wir uns ab und zu einen kleinen Spaß. Und auch dieser Kollege hat die Bowlingbahn besucht. Ihr wisst, wo sie ist, oder? Hallo. Schönen guten Morgen, Marius. Herzlich willkommen an Bord von AIDA Blue. Schön, dass du da bist. Tobi ist mein Name. Ich bin dein Entertainment Manager in diesem Einsatz. Und Marius, für dich habe ich heute gleich einen Spezialauftrag. Ich möchte einmal, dass du unsere Bowlingbahn findest. Dort ist nämlich leider gestern etwas kaputt gegangen und du darfst das Ganze reparieren. Ich gebe dir Zeit bis um Mitternacht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Let's go! Die Bowlingbahn. Ach, hey, die findest du hier draußen auf der Film. Alles klar, danke. Da hilft nur noch eins, Mission-Modus. An der Tür stand doch Bowlingbahn. Ernsthaft? Hey, du hast sie gefunden! Mensch, Marius, Kopf hoch. Da muss jeder mal durch.
Und zum Schluss wie immer die schönste Musik von Bord, natürlich was Weihnachtliches, mit den wunderbarsten Bildern von unseren Reisen. Und jetzt viel Spaß, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. My power flows.